Ansteuern. Der NWB-Podcast für Steuerfachleute. Mit Melchior Neumann. Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer weiteren Podcast-Folge zu Ansteuern, dem NWB-Podcast für Steuerfachleute. In der heutigen Folge geht es um ein unglaublich spannendes Thema und eine unglaublich spannende Person, wie es auch in allen anderen Folgen der Fall ist, aber um ein Thema, was tatsächlich ich meiner Meinung nach super spannend ist und zumindest in meinem Bekanntenkreis, in Leuten, mit denen ich gesprochen habe, steht keine andere Person mehr für dieses Thema als Ricarda. Und zwar geht es um das ganze Thema Daten und so ein bisschen so, wie man in Zukunft vielleicht Steuerberatung sehen kann oder wie man sie heute schon sehen kann, um die Steuerberatung der Zukunft zu gestalten. Und einfach eine kleine Anekdote, bevor du dich vorstellen kannst gleich. Als wir Kontakt hatten, haben wirklich in den 2-3 Monaten danach mich andere Steuerberater, ich glaube, es waren 3 Steuerberater, darauf angesprochen, dass wir jetzt ja irgendwie miteinander zu tun haben und irgendwie miteinander arbeiten. Und da dachte ich mir schon, was für ein Netzwerk hat Ricarda eigentlich, dass mich jetzt andere Steuerberater auf die Kollegen ansprechen, mit denen ich arbeite. Fand ich sehr faszinierend, weil du die Art und Weise, wie du in dieser Branche arbeitest, auslegst und ja, ich würde mal sagen, deinen Berufsalltag füllst wie wenige andere. Und deswegen freue ich mich sehr auf das Gespräch. Und mit diesen unglaublich langen, einführenden Worten herzlich willkommen, Ricarda. Vielleicht magst du einfach dich erstmal in eigenen Worten vorstellen. Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn ich diese Intro noch übertreffen kann, werde ich es natürlich gern versuchen. Aber ich freue mich natürlich, dass ich hier bin. Vielen, vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Ja, aber ich kann ja kurz so ein bisschen sagen, was ich mache. Ich bin momentan bei der Kontist Steuerberatung. Da haben auch wir zusammen unseren Weg gehabt, tatsächlich eine ganze Weile lang. Und bin eigentlich für alles zuständig, was Prozesse angeht. Und das ist auch schon so ominös, wie es klingt. Also im Prinzip von allen Tätigkeiten, die bei uns anfallen, also sei das ganz klassisch die Erstellung der Steuererklärung, aber auch die ganzen Randprozesse von Post oder Rechnungsstellung oder Onboarding, Offboarding, also alles, was man sich so denken kann, ist ein Prozess und da bin ich dann halt auch zuständig für. Und ja, ich sage immer so gern, meiner Meinung nach habe ich den geilsten Job in Deutschland und ich glaube auch somit die einzigste Position, die ich so finden konnte, die genau das alles abbildet, also Daten, Technik, Steuern, Menschen, also alles, was es gibt. Ich finde das eine ganz, ganz tolle Sache und bin entsprechend gespannt, dass wir da heute drüber sprechen. Ja, wunderbar. Wie die wichtigste Frage, oder nicht die wichtigste, aber die erste Frage, die sich da bei dir aufdrängt, wie bei vielen anderen Gesprächspartnern auch, ist, wie bist du denn da hingekommen? Also, wie bist du auf das Thema Steuerberatung erstmal gekommen? Also, ich finde das immer ein bisschen eine lustige Frage, weil ich denke mal, das ist total unspannend halt eigentlich, weil das halt gar nicht so ein linearer Weg oder irgendwas war. Ja. Aber generell Steuern, also ich habe erstmal angefangen, nach dem Abi BWL zu studieren, weil ich ehrlich gesagt nicht wusste, was ich studieren soll und bin dann immer eigentlich im Studium nach dem gegangen, was mir am meisten Spaß gemacht hat, also nach dem Ausschlussprinzip im Grunde. Und ja, bin dann da bei Steuern hängen geblieben und habe auch schon während dem Studium erste Praktika im Bereich Steuern gemacht und bin nach dem Studium aber der Steuerwelt so ein bisschen fremd gegangen und war nochmal in der Unternehmensberatung, in der Hotelleriebuchhaltung und habe dort natürlich ganz viele andere spannende Einflüsse einfach so ein bisschen mitbekommen und auch ganz viele spannende andere Arbeitsweisen, ganz viele spannende andere Probleme, Herangehensweisen und bin durch Corona dann aber wieder zurück zur klassischen Steuerberatung gekommen und war aber erstmal ein bisschen vor den Kopf geschlagen halt irgendwie, weil ich dachte, uff, läuft ja ganz schön eingestaubt hier, um echt zu sein und habe da auch nicht so tolle Erfahrungen gemacht, um echt zu sein. Und ja, bin dann ein bisschen meinen Weg gegangen, habe mich wieder nach dem gerichtet, was mir am meisten Spaß macht, was ich am sinnvollsten sehe, habe Schulungen gemacht im Bereich der Automatisierung, auch geguckt, was so steuerlich eigentlich gerade ansteht, wie man das lösen kann mittels Automatisierung. Und ja, so ist letztlich mein Weg dann halt eben zur Kontist Steuerberatung gekommen, wo ich halt all das miteinander verknüpfen kann und jeden Tag dran arbeite, wie so die Steuerberatung idealerweise von morgen aussieht. Und das macht halt ein Riesen Spaß einfach, weil
Also auf meinem Weg vorher bin ich, wie gesagt, immer mal so ein bisschen an die Hürde gekommen, dass ich das Gefühl hatte, es ist alles nicht so modern. Und ich habe das Gefühl, hier bei Kontist, bei der Kontist-Steuerberatung, haben wir halt einfach diese Hürde schon genommen und können uns jetzt dieser Arbeit der Zukunft einfach widmen. Und das ist auch, ja, wo mein eigentliches Interesse liegt und eigentlich auch der Spaßfaktor liegt an dem Ganzen. Sowohl Thema Steuern, Thema Daten, Thema Automatisierung. Oh mein Gott, ich bin sehr gespannt, über was wir heute sprechen, weil das macht einfach zu viel Spaß. Wie ist denn, und da, also ich teile die Faszination für die Prozesse und Daten und das ganze Thema, ja, einen Prozess zu entwickeln, um das dann irgendwie anschließend effizienter den Prozess effizienter operativ durchzuführen, also irgendwie zu automatisieren oder Teile automatisieren. Aber du hast BWL studiert und hast dann links und rechts ein bisschen beruflich Einblicke gehabt. Hast du dich denn in Steuerkanzleien als Prozessexpertin oder Automatisierungsexpertin, weil diese Rolle gibt es ja in der klassischen Kanzlei nicht. Es ist zwar irgendwie in jeder Kanzlei irgendwie so ein bisschen irgendjemand dafür verantwortlich, meistens der Chef, aber die Stelle ist ja nicht ausgeschrieben. Also wie bist du da vorgegangen oder wie können andere Hörer, die das auch gerne machen würden, überhaupt vorgehen? Weil diese Stellen, die finde ich nicht, wenn ich in irgendeiner Jobbörse nach offenen Stellen. Also total. Es ist auch spannend, je nachdem, mit wem man so spricht in der Branche. Wir kommen eigentlich auch immer wieder auf den Nenner, dass man diese Berufsbilder eigentlich noch erschaffen muss. Also wie du sagst, es gibt jetzt keine Stellenanzeige dafür. Das bessert sich schon so ein bisschen, aber ist dann alles auch noch sehr vielleicht teils standardisiert. Und ich bin eigentlich immer so vorgegangen, dass ich selbst halt in dem Bereich gearbeitet hatte und dann auf ein Problem gestoßen bin halt quasi. Also zum Beispiel, ich bin schon so ungeduldig, dass wenn ich was zweimal erfassen muss, nervt es mich eigentlich halt total. Oder halt, man hat irgendwie Mandate zum Beispiel im E-Commerce oder mit ganz verschiedenen anderen Herausforderungen und merkt, oh stopp, hier komme ich irgendwie nur mit meiner manuellen Tipperei nicht mehr so weiter. Und so habe ich eigentlich immer mich danach gehangelt, wie kann ich das Problem, was ich habe, mit den Möglichkeiten, die es halt so gibt, am effizientesten lösen, einfach auch, damit das halt geschmeidig abläuft, damit ich auch letztlich ein gutes Gefühl habe, wenn ich das übermitteln möchte, damit ich letztlich ein gutes Gefühl habe, wenn ich mit dem Mandanten spreche. Und so hat sich das eigentlich immer ein Stück weit mehr aufgebaut und ich habe quasi das, was ich weiß, Stück für Stück erweitert, dann das, was wir machen, aber auch Stück für Stück erweitert und so ist das jetzt auch immer noch. Also ich würde sagen, dass sich das immer noch ändert, ich immer noch jeden Tag irgendwas Neues lerne, was Automatisierungstechniken angeht, was aber auch steuerliche Hürden angeht und das orientiere ich halt immer nach dem, was ich gerade gerne lösen würde, nach welchen Problemen was vorliegt und wie ich mir aber den Zielzustand quasi vorstelle. Und das gilt für Prozesse genauso wie für mein Berufsbild letztlich oder für meine Berufsbezeichnung. Ja. Und so ganz konkret, wie bist du zu den einzelnen Jobs gekommen? Ich habe schon in der Vorstellung gesagt, du schienst bekannt zu sein, zumindest in der Bubble mit den Steuerberatern, mit denen ich so Kontakt hatte, die das dann plötzlich gesehen haben, wo du Wurzeln geschlagen hast, erstmal. Aber bist du irgendwie als Freiberuflerin irgendwie in Projekte gekommen oder tauschst du dich einfach viel mit anderen aus und lernst dann darüber quasi auch irgendwie Kanzleiinhaber oder führende Angestellte kennen, dass du dann darüber irgendwie reinkommst? Genau, also im Prinzip, also vorher habe ich eigentlich gesagt ganz klassisch gearbeitet oder sehr ganz klassisch im Angestelltenverhältnis auch und habe da aber, wie gesagt, auch teils nicht nur gute Erfahrungen gemacht, das ist auch alles fair enough, sag ich mal. Und bin dann eben erstmal den Schritt gegangen und zu sagen, okay, ich mache mich jetzt selbstständig, ich mache das jetzt einfach irgendwie so. Und was macht man da am Anfang? Man versucht ganz viel zu netzwerken eigentlich so. Ja. Und so, das war gerade so die Zeit, wo, also ich sag mal, LinkedIn hat immer noch einen Hype, aber wo da noch ganz viele Leute auch neu auf LinkedIn waren. Und habe einfach Leute mal angeschrieben, von denen ich dachte, sie sind cool, zum Beispiel dich oder sowas. Habe einfach geschrieben, hey, Melchior, ich finde deine Videos gut. Und genauso habe ich das bei vielen anderen Leuten halt auch gemacht und habe dadurch auch viele, viele sehr spannende Leute kennengelernt, die die gleiche Mission einfach verfolgen oder den gleichen Ansatz haben und eben halt in dieser Digital-Bubble, sage ich mal, unterwegs sind. Ja. Weil ich habe viele davon bis heute wahrscheinlich auch noch nicht mal persönlich getroffen letztlich, weil halt alles immer nur so per Call oder irgendwas stattfindet. Aber so bin ich in diese ganze Szene gekommen und dann war ich auch sehr überrascht, wie willkommen einen die Leute da teils heißen und wie aufgeschlossen und ja sprudelnd jeder über das Thema Digitalisierung spricht. Und ich glaube, wenn man sich danach richtet, bei Leuten, wo wirklich ein Interesse dran ist, eine Leidenschaft fast schon dafür da ist, dann sind die Möglichkeiten auch fast unendlich, versus wenn man sich nach dem orientiert, wo es vielleicht eh eingefahren sind und die Stellenbeschreibungen auch
entsprechend sind, logischerweise, ne? Ja. Ja, genau. Man liest es so ein kleines bisschen raus. Und ich glaube, das wird auch jetzt schon nach den ersten paar Minuten deutlich. Du lebst dafür. Es ist plötzlich, ja, die Steuerberatung ist schon eine Branche, in der die Leidenschaft jetzt vielleicht nicht das Allerwichtigste ist, um jetzt, keine Ahnung, so einen Jahresabschluss zu erstellen, brauche ich keine riesen Leidenschaft, um trotzdem ein gutes Ergebnis zu produzieren. Das ist in anderen Bereichen und Tätigkeiten dann schon anders, aber man merkt, dass du dafür brennst. Und ja, wenn man dann jemanden anderen findet, der dafür genauso brennt, kann ich mir vorstellen, dass die Bindung sofort da ist. Das heißt, sehr, sehr spannend. Das war also kein Zufall, dass du einfach sehr, sehr gut vernetzt bist. Und das ist natürlich auch, darum soll es jetzt heute nicht gehen, aber natürlich für alle Zuhörer natürlich auch super spannend, weil wir auch einige Berufseinsteiger haben. Man kann einfach offen auf die Leute zugehen und sie einfach mal kennenlernen und sich austauschen. Und viele, viele sind offen, wie du sagst. Total. Also ich habe selber noch nie mitbekommen, dass mir irgendjemand gesagt hat, Melchior, hör auf zu nerven. Schreib jemand anderen an. Man kriegt halt mit, dass man eventuell langsamer mal eine Antwort bekommt, wenn es für die andere Person nicht so wichtig ist, aber die Tür vor der Nase zugehauen bekommt man in der Regel eigentlich nicht. Nee, auf gar keinen Fall, genau. Und genau, ich würd vielleicht mal so ein bisschen auch in das ganze Thema Prozesse und Daten eintauchen, weil ich würde mal sagen, heutzutage ist wahrscheinlich in vielen Kanzleien werden so die Art und Weise, wie man arbeitet oder wie so ein Prozess aussieht, in erster Linie vorgegeben durch die Software, die eingesetzt wird. In ganz vielen Kanzleien halt Dativ. Und so wie Dativ dann die System, also die Softwarelogik irgendwann mal definiert hat, so arbeitet dann halt jede Kanzlei. Und du hast so ein bisschen so einen anderen Blick auf den Berufsalltag oder auf überhaupt die Daseinsberechtigung und die Tätigkeit, die da eigentlich ausgeübt wird. Vielleicht magst du das einmal so in eigenen Worten beschreiben. Was genau tust du eigentlich denn da, wenn du dich mit Prozessen beschäftigst? Ja, also vielleicht dazu, das passt eigentlich auch noch so ein bisschen zu dem Werdegang, weil es wird in Kanzleien nicht nur oft mit Dativ gearbeitet und selbst wenn nicht mit Dativ gearbeitet wird, wird halt einfach so gearbeitet, wie es schon immer war. So irgendwie, das ist so ein bisschen der Grundsatz oft leider. Und ich habe halt irgendwann gemerkt, bei den Herausforderungen, die ich habe, in der täglichen Arbeit und die auch in der Zukunft wahrscheinlich nicht weniger werden, weil auch die Mandate entwickeln sich ja weiter, die Mandate haben digitale Geschäftsmodelle etc., komme ich einfach mit diesem Ansatz nicht weiter. Und eigentlich, wo muss ich ansetzen? Direkt beim Mandant schon an der Quelle, weil ich muss da ansetzen, wo der Datenpunkt das erste Mal ins Leben gerufen wird sozusagen. Und ab da muss ich dabei sein und den begleiten. Und das hat dann was nicht nur mit technischen Prozessen logischerweise zu tun, aber auch mit Organisation. Also das fängt schon allein an, wie tausche ich mich mit dem Mandant aus, wie gibt der mir die Daten, wie kommunizieren wir, wie haben wir offene To-Dos. Dann geht das aber auch technisch weiter, also wie verarbeite ich den Datensatz, den er mir gibt, wie passt das zusammen in das System, in das ich das letztlich reinspielen will. Das kann Dativ sein, das kann alle möglichen anderen Sachen sein. Und was genau muss dann darin passieren, dass nachher das Ziel rauskommt, was ich mir halt wünsche sozusagen. Und so war halt mein Ansatz, auf all diesen Ebenen irgendwie zu gucken, vom Ursprung bis zum Ziel sozusagen, was brauchst du jetzt, um das hier geschmeidig zu machen? Und das kann manchmal sein, dass man einfach nur mal miteinander reden muss und sich vereinbart darüber, wie die Sache abläuft. Das kann aber auch sehr technisch konkret werden. Und kann halt sein, dass man zum Beispiel irgendwo einen Datenpunkt noch anreichern muss, damit er im nächsten System, weiß nicht, mit etwas anderem abgeglichen werden kann und so. Und deshalb ist das halt auch so vielfältig und hat aber meistenfalls oder im Idealfall natürlich immer das Ergebnis, dass irgendwas klappt, was vorher nicht geklappt hat. Und das ist halt auch dieser Trigger, der mir halt so Spaß macht oder nachdem ich fast jage sozusagen, weil das halt dann, wenn alles gut klappt, halt allen Parteien das Leben erleichtert, also sowohl dem Mandant als auch dem Steuerberater, die haben dadurch wieder mehr Zeit gewonnen, sich anderen Themen halt einfach zu widmen. Und wieso, denke ich mir immer, sollte man was manuell machen, wenn es auch automatisiert geht? Also lass das versuchen. Ne? Ich erinnere mich noch so an eine Buchhaltung, die ich in der Ausbildung gemacht habe. Es ist der Moment, wo ich mich in meiner steuerlichen Karriere wahrscheinlich mit am schlechtesten gefühlt habe. Das waren ich möchte nicht zu konkret werden, was die Branche betrifft, aber wir hatten große Mandanten, die regelmäßig Gutschriftenabrechnungen bekommen haben. Und ich habe die jede Woche, und das war 4-5 Stunden, jede Woche habe ich die erfasst, weil es wirklich viel waren. Das heißt, da gab es einen Stapel 20-30 Gutschriftenabrechnungen jede Woche und ich habe die alle abgetippt, bis mir dann nach 3 Jahren Ausbildungszeit der Buchhalter von dem Mandanten gesagt hat, dass das alles als
CSV-Excel möglich ist, zu exportieren und ich das alles einfach einspielen kann. Und es ist nicht so, dass ich die Arbeit nicht gemocht habe, aber nach 3 Jahren die Erkenntnis zu bekommen, das war eigentlich sinnlos. Also eigentlich ja. hätte ich die 5-Stunden-Aufgabe jede Woche auch in 5 Minuten erledigen können. Das ist, dahinter fragt man so ein bisschen seine eigene Daseinsberechtigung. Und das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Du fängst in deinem Ansatz halt ganz vorne an. Du sagst halt, okay, wer erstellt wem eigentlich eine Gutschrift und wie entsteht diese Gutschrift eigentlich? Ja. Weil diese Informationen, die sind ja weit, weit vorher schon da oder entstehen, als an der, ich würde mal sagen, Kanzleitür. Auch wenn es eine virtuelle Kanzleitür ist. Und damit ist ein Ansatz ja deutlich umfangreicher und tiefgehender als das, was, ich würde mal sagen, die meisten durchschnittlichen Kanzleien so machen. Ja. Und da sagst du aber auch, eigentlich muss man das berücksichtigen. Das heißt, eigentlich sollte jede Kanzlei sich bei den Mandanten hinsetzen und verstehen, wo die Daten eigentlich entstehen, die steuerlich sind. Ja, total. Also ich meine, ich habe jetzt immer gesagt, weil ich so ein Problem lösen wollte oder eine Herausforderung, aber was war denn ganz oft mein Problem? Dass ich einfach Fehler gemacht habe in der Buchhaltung, weil ich bin zum Beispiel nicht gut darin, irgendwie repetitive Tätigkeiten zu machen. Also ich kann es wirklich nicht. Gib mir einen Ordner, ich soll den abtippen und ich hau dir wahrscheinlich 10 Tippfehler rein, halt irgendwie so, ne? Und das war halt dann natürlich immer ein Anspruch. Wie kann ich das vermeiden? Und auch in jeder Automatisierung, die ich jetzt mache, wie kann ich gewährleisten, dass durch Abgleichssummen etc. alles sicher ist, dass ich halt am Ende, wenn ich das abschicke, wirklich ein gutes Gefühl habe sozusagen halt, ne? Und das war halt so ein bisschen meine Herangehensweise und deshalb finde ich, das ist halt was, mit dem sich jeder beschäftigen sollte, weil am Ende vom Tag ist das nicht einfach ein cooles Buzzword oder man digitalisiert jetzt oder man macht jetzt irgendwas, sondern das ist wirklich nicht nur eine Arbeitserleichterung, sondern auch eine mentale Erleichterung, wenn man weiß, man hat die Arbeit, die man gemacht hat, effizient gut abgewickelt und das läuft und passt einfach. Also deshalb kann ich das wirklich jedem nur ans Herzen legen, sich damit zu beschäftigen. Und was ich, deswegen, wir haben ja schon ein bisschen zusammengearbeitet, das, was ich an der Art und Weise, wie du arbeitest, sehr spannend finde, ist, du löst die Probleme halt unterm Strich nur einmal. Klar, es gibt immer noch Bedarf, auch irgendwas nochmal nachzujustieren und anzupassen. Es gibt gesetzliche Änderungen, es gibt auch Softwareänderungen und es ist nie, ich würde mal sagen, wenn man einen Prozess entwickelt oder irgendeine Schnittstelle, eine Lösung für was findet, dann ist es ja nie nach dem ersten Versuch hundertprozentig richtig. Ja. Aber dein Ansatz ist es, du löst Probleme systematisch und nicht, indem du einfach manuell versuchst, irgendwas abzuarbeiten. Ja. Und dadurch baust du Stück für Stück eigentlich ein gesamtes System auf und dieses System arbeitet dann. Und das finde ich sehr faszinierend. Hast du dann, also, und das ist meiner Erfahrung nach überhaupt gar nicht Teil von irgendeiner Prüfung, weder Steuerfachangestelltenprüfung noch Steuerberaterprüfung ja auch nicht. Woher bekommst du da dein Wissen? Oder wie ist das einfach nur, kommt das aus dir, weil du, um es mal böse zu sagen, zu faul bist, Dinge 2-3 Mal zu machen, dass du sagst so, ich bin, wenn ich schon faul bin, dann bin ich wenigstens smart und faul, dass ich das Problem so löse, dass ich es danach nicht mehr habe? Oder woher beziehst du so die Informationen oder das Wissen darüber, wie man das macht? Weil gelernt hast du es in der BWL-Studie wahrscheinlich nicht. Ja, total. Also ich sage auch immer gern, also weil im Studium habe ich mir zum Beispiel viel, viel Gedanken darüber gemacht, was will ich gerne werden oder wo soll das alles hinführen und viel Sorgen auch darüber gemacht. Aber heute, wenn ich zurückblicke, ich wusste nicht mal, dass es so einen Job gibt, wie den ich jetzt habe quasi, ne? Ja. Wie bin ich aber da hingekommen? Ich habe halt immer wieder die Ausbildung, die ich hatte, ergänzt um andere Sachen. Und das können sowohl offizielle Ausbildungen, sage ich mal, sein, die man dann machen kann. Also ich habe zum Beispiel mal, kann ich sehr, sehr empfehlen, Bots and People, eine Schulung dort gemacht zu Automatisierungstechniken. Das hat mir so viel weitergeholfen. Und dann aber auch, wenn ich mal irgendwas nicht weiß, ehrlich gesagt, dann google ich es halt einfach oder dann frage ich ChatGPT oder wen auch immer und eigne mir das halt so an, recherchiere und gucke irgendwie. Und dann auch noch ganz wichtig, die Tools, die man halt einsetzt, irgendwie einen guten Blick auch darüber zu haben. Weil was mir auch ganz oft auffällt, ist, dass Kanzleien eigentlich schon sehr gute Tool-Landschaften haben, aber die überhaupt nicht ausgereizt sind halt quasi, weil die Tools in sich selbst eigentlich noch so viele
Möglichkeiten, Schnittstellen oder sowas bieten würden, die einfach nur nicht genutzt werden. Das heißt, also sich auch mit dem beschäftigen, was man einfach hat. Und dann, wie gesagt, man hat ein Problem, man hat ein Ziel. Jetzt hat man auch noch diese ganzen Möglichkeiten. Man kann sich Möglichkeiten ergoogeln, rausfinden, recherchieren, sich mit Leuten austauschen. Und jetzt muss man halt nur was daraus machen quasi. Ja. Da versuche ich halt immer sehr, ja, eigentlich geordnet immer dran zu gehen. Ich will erstmal verstehen, was das Problem ist und nicht einfach mich mit irgendwas abspeisen lassen. Also ich muss das schon sehr konkret verstehen, was liegt hier eigentlich an und was soll eigentlich gelöst werden, weil oftmals kommt man quasi in so eine Art, ist ja quasi wie eine Art Interviewprozess, den man dann auch führt mit den Beteiligten. Ja. Darauf, dass die Lösung eigentlich eine ganz andere ist oder dass vielleicht sogar der Prozess überhaupt nicht relevant ist eigentlich. Das kann ganz, ganz spannend sein, aber deshalb ist es auch so vielfältig und deshalb ist es auch so, ja, jeden Tag was anderes wirklich. Und so entwickelt sich das jetzt auch noch die ganze Zeit weiter im Prinzip. Wie siehst du die ganze Entwicklung jetzt rund um E-Rechnung, E-Invoicing? Das heißt, da irgendwie wird ja jetzt ein Standard eingeführt, wo zumindest ganz vorne, zumindest wo die wo eine Kanzlei ganz häufig noch gar nicht involviert ist, weil wie die Rechnung geschrieben wird, damit hat meistens die Steuerkanzlei nichts zu tun. Ja. Die bekommen halt anschließend irgendwann einfach die Rechnung. Das verändert sich ja so ein kleines bisschen, weil es plötzlich vorher auch definiert ist, in welchem Format so eine Rechnung eigentlich gestellt werden muss. Siehst du da ein großes Potenzial oder auch am Ende vielleicht eine Gefahr, weil irgendwas beschlossen wird, was zu weit weg ist von der Lebenswirklichkeit? Ja, also ich muss sagen, ich finde es cool. Ich würde auch sagen, lieber gestern als wann auch immer das dann stattfindet, so im Prinzip. Weil es ist der richtige Weg auf jeden Fall und man darf da auch keine Bedenken haben, weil man kann sich mit diesen ganzen Sachen auseinandersetzen und die grundsätzliche Überlegung ist ja, wir wollen irgendwas strukturiert erfassen, wir wollen irgendwas strukturiert übergeben. Das kann so gut oder so schlecht aufgesetzt sein, wie es möchte, aber diese Überlegung ist halt wichtig, weil wir haben uns halt so sehr gewöhnt an eine lose oder digital lose Zettelwirtschaft, die aber trotzdem nichts anderes ist. Und was wir brauchen, sind aber Datensätze, sind ja strukturierte, lesbare Daten, die irgendwie Sinn machen. Und das macht natürlich am meisten Sinn, wenn wir alle die gleiche Sprache verwenden. Ja. Also wenn du irgendein anderes Wort für Rechnung benutzt als ich, schon kann unser Steuerberater im Zweifelsfall nichts Automatisiertes mehr damit anfangen. Und so ist doch super. So haben wir jetzt ein Standardformat und man muss gucken, was man draus machen kann. Aber der Weg ist der richtige und ich glaube, das ist auch nicht, also es ist sowieso nur ein Puzzleteil von vielen Sachen, die passieren müssen, damit es generell alles in eine digitalisierte Richtung geht. Deshalb, ich würde sagen, keine Sorge, es ist sicherlich an manchen Stellen keine zu kleine Herausforderung, aber let's go, also das ist genau, was passieren muss. Wie siehst du generell die Rolle der Steuerberater bei der Einführung von sowas? Da ist jetzt E-Rechnung vielleicht nur ein Beispiel, aber du hast auch schon die Branche E-Commerce schon ein paar Mal eingeführt und da weiß ich, dass es auch relativ schon sehr großer Unterschied ist, welche Bezahlungsanbieter man auswählt, welche Shopsysteme und solche Sachen. Und ich habe erst vor wenigen Tagen von einer Selbstständigen gehört, dass sie von ihrem Steuerberater abgewiesen worden ist, weil sie wollte ihr Rechnungsprogramm vernünftig einrichten und der Steuerberater hatte mehr oder weniger gesagt, das ist nicht mein Job, das ist ja dein Rechnungsprogramm. Voll einmal abgewiesen worden, wo ich auch dachte, das ist vielleicht ein bisschen kurz gedacht von einer Kanzlei. Bei solchen Dingen, wenn schon aktiv gefragt wird, das Problem ist ganz häufig, dass Mandanten nicht fragen, weil sie nicht wissen, dass das eventuell später für die Steuern irgendwann relevant werden könnte. Und wenn denn schon jemand aktiv fragt, dann fehlt aber die Ressourcen, die Kapazität und so weiter, dafür das vernünftig einzurichten. Und ich glaube, ehrlicherweise, wenn wir sagen, wir haben jetzt für die E-Rechnung eine verpflichtende Deadline, klar ist Übergangsphase und so weiter, wir wissen aber alle, wie es läuft. Datenschutzgrundverordnung wurde auch eingeführt mit einer 2 Jahre Übergangsfrist und 3 Monate vor Ende dieser Übergangsfrist sind alle panisch geworden. Das wird ehrlicherweise bei der E-Rechnung wahrscheinlich auch so laufen, weil wir Menschen sind halt so, wenn wir 12 Wochen haben, uns in der Uni auf eine Klausur vorzubereiten, dann lernen wir nicht in der ersten Woche ganz intensiv, sondern halt in der letzten. Und aber ist das jetzt nicht auch etwas, wie Kanzleien ganz wesentlich umdenken müssen, weil wir heute schon wissen, dass wir in 2 Jahren uns intensiv mal auf Mandantenseite damit beschäftigen müssen, wie entsteht eigentlich eine Rechnung?
Ja, also ich sag mal, mein Bild hat sich da auch ziemlich verändert von dem, wo ich angefangen habe mit diesen ganzen Sachen zu machen, weil da war ich vielleicht noch so naiv und dachte, naja, ich mache das jetzt hier alles digital und dann mache ich den Steuerberater halt irgendwie so hinterher. Aber ich entferne mich halt immer weiter von dem Bild, weil ich halt merke, das, was ich jetzt mache, das ist selbst für sich halt ein Berufsbild, das hat selbst für sich ganz andere Ausbildungsqualitäten vielleicht, die es braucht. Und so würde ich jetzt heute auch nicht mehr sagen, dass ich es quasi von einem Steuerberater verlangen würde, dass der sich auch mit meinen Prozessen auskennt oder so, sondern eigentlich will ich lieber, dass der Steuerberater mich berät, was Steuern angeht, halt genau das, was er macht, genau das, was er seine ja, Examen dafür gemacht hat. Und mein Job ist es eigentlich, dass wenn ich meine Arbeit gut mache, der Steuerberater genau das machen kann, halt eben. Aber wie du sagst, das profitiert natürlich auch davon, wenn das vorher alles geschmeidig läuft. Und da würde ich wirklich, also jedem Steuerberater mit an die Hand geben, halt auch sich gute Partner irgendwie aufzubauen. Also sei das ein IT-Unternehmen, sei das jemand, der sich von dem Tool aus aber auskennt. Also viele Tools bieten da ja auch gute Beratung einfach für die Steuerberater. Weil das lohnt sich, wenn das wirklich gut aufgesetzt ist, dass man nachher auch wieder den eigentlichen Mehrwert aus der Steuerberatung generieren kann, den eine Steuerberatung halt generieren kann. Und zwar halt die Beratung, die vorausschauende Planung, was auch alles da möglich ist. Aber ich würde nicht mehr sagen, dass man das alles in einem Beruf vereinen kann, sondern ich glaube, es braucht da eine gute Kollaboration einfach in der Zukunft auch von den verschiedensten Kenntnissen, die es so gibt. Und das wird nicht weniger werden, weil ich meine, bei KI tut sich super viel. Da steige ich dann auch irgendwann halt aus, was die Technik und alles angeht. Da ist es mein Job, die Sachen miteinander zu verbinden dann irgendwie oder die richtigen Experten zu finden. Und ich glaube, dem darf man sich auch bewusst sein, dem darf sich jeder in seiner eigenen ja, Selbstbewusstsein klar sein, dass man gar nicht alles vereinen kann und dass es sich aber lohnt, da halt dran zu bleiben und miteinander zu arbeiten eben. Das heißt, als Steuerberater, das ist schon mal eine Erleichterung. Als Steuerberater muss ich mich jetzt nicht zwingend damit auch noch beschäftigen. Da man aber darunter leidet, wenn zum Beispiel Daten nicht vernünftig erstellt werden vorne, Ja. heißt es Netzwerk aufbauen, IT-Dienste sich einfach auszutauschen. Wer könnte es denn stattdessen machen? Oder du bist ja Ja. das beste Beispiel. Man kann auch Stellen in einer Kanzlei schaffen, Ja. die dann dafür sorgen, oder sich darum kümmern können, dass zum Beispiel Genau. ein Also bei vielleicht, Mandanten, ja, keine Ahnung, ja, die vielleicht. E-Rechnung richtig geschrieben wird oder Ja, richtig also dazu telefoniert. eine Sache, man als Steuerberater nicht, aber fast jeder Steuerberater ist ja auch irgendwie ein Unternehmer, so. Und als Unternehmer muss ich natürlich schon gucken, wie laufen meine Prozesse hier ab. Und da würde ich mir halt oft wünschen, dass halt einfach dieses Verständnis oder dieses Selbstverständnis da ist, hey, das braucht Zeit, hier investiert zu werden. Und das ist aber genauso wichtig wie eine Postbearbeitung, das ist genauso wichtig wie eine Bescheidprüfung etc., weil das ist die Basis für die Zukunft halt. Also das ist die Basis, wie gearbeitet wird in der Zukunft. Und als Unternehmer in der Kanzlei muss das einfach gegeben sein, dass man merkt, ich verliere irgendwo Effizienzen auf dem Weg. Das ist eigentlich ganz klar, dass ich da rangehe und gucke, wie ich das besser aufstellen kann, Wie gehe ich damit um, wenn ich mich gerade mit so Tools oder auch allein so eine Datenbank, ist ja nicht gleich eine Datenbank. Es ist ja gefühlt haben, glaube ich, die meisten Leute, wenn man Datenbank hört, irgendwie sowas wie ein großes Excel-Sheet im Kopf. Bei mir ist es zumindest so. Wenn ich das denke, natürlich weiß ich, dass das nicht alles aussieht wie Excel, aber so, das ist das Erste, was ich denke. Und das ist auch, glaube ich, vermutlich, wenn man googelt nach Datenbank, gut, dann findet man einmal diese systematische Darstellung so, mehr so illustrierte Darstellung, aber ganz häufig findet man dann irgendwie sowas wie Excel. Das ist ja zum Teil schwierig sich vorstellbar, gerade wenn man da vielleicht auch im Alltag noch nicht so wahnsinnig viel zu tun hatte. Und dann gibt es unglaublich viele Anbieter, Tool-Anbieter. Und ich finde es wahnsinnig schwierig herauszufinden, welches Tool ist denn jetzt auch das Richtige, weil natürlich jede Software, die mir irgendwas verkaufen will, dann habe ich alle Tools gekauft. Also, um es ganz platt zu sagen, wenn ich über die Tax Arena oder Steuerberater Expo erzähle und mich mit jedem Einzelnen unterhalte, was ich denn brauche als Kanzlei, dann habe ich anschließend 26 neue Tools und habe eigentlich noch nicht richtig was verbessert in meiner Kanzlei. Das heißt, wie gehe ich denn am besten vor, wenn ich hingehe und sage, ich möchte gerne mehr mit Tools arbeiten, ich möchte gerne digitaler arbeiten,
Aber irgendwie habe ich doch schon das Gefühl, jedes Mal, wenn ich mit einem Software-Menschen spreche, dann ist es eigentlich nur ein Verkäufer. Das ist so ein bisschen wie, ich gehe in eine Bank und der erzählt mir irgendeine Anlage und später stellt sich raus, der hat, war nur auf die Provision aus. Und das habe ich manchmal bei Softwarelösungen das Gefühl und höre das auch immer wieder. Ja. Im Sinne von, ja, lass die ITler mal quatschen, die wollen auch nur ihr Zeug verkaufen. Ja, total. Also ich finde, wenn du bei dem Excel-Ansatz bist, da bist du schon mal gut halt irgendwie, ne? Weil ich glaube, das wünschte ich mir schon, dass das viele verstehen würden, einfach das Denken in Daten, in strukturierten Zeilen, Spalten, was auch immer, da ist schon mal viel mehr gegeben, als ich überhaupt erwarten würde. Weil oft denken wir mal nur, ich habe hier eine Rechnung, aber das ist vielleicht alles nur runtergeschriebenes, nicht auslesbares Dokument. Und wenn ich aber in einer Excel-Tabelle denke, dann denke ich Rechnungsnummer, Betrag, was auch immer ich habe. Also ich denke strukturiert schon sozusagen. Und dann geht es natürlich weiter, dann sollte ich noch denken an, ja, ich nenne es mal Ordentlichkeit von Daten. Also es sollte auch alles einheitlich sein, damit ich nachher auch was draus machen kann. Also muss ich dann schon wieder gucken, wie kommen diese Daten da rein, dass sie ordentlich sind. Und schon siehst du ja, schon geht's weiter, schon fängt man damit an, sich mit Quellen, mit Schnittstellen etc. zu beschäftigen. Also deshalb, ich finde, wenn man strukturiert denkt und strukturiert, also das Problem, was man hat, versucht in Daten zu gießen, ist schon mal sehr, sehr viel gegeben, genau. Und dann, wenn man dann guckt, was brauche ich jetzt dafür, um das zu machen, also was ist mein Ziel, was will ich gerne lösen, dann ist man sich ja auch seinem Problem sehr bewusst und dann kann man diese Tool-Anbieter auch genau danach triggern. Dann guckt man nicht nur auf ein Werbeversprechen und sagt, wenn Sie das Tool einsetzen, läuft alles und Sie können Kaffee trinken, sondern dann guckt man, ich habe das Problem, ich würde gerne meine Rechnung von System A nach System B, aber nur einmal im Monat, was weiß ich, geben und dann frage ich den, können Sie das lösen halt irgendwie, ne? Und wenn er das nicht lösen kann, dann gucke ich wieder, kann ich das vielleicht selbst bauen lassen, kann ich das vielleicht mit Low-Code-Optionen sogar machen, also die Möglichkeiten sind da wirklich unbegrenzt und deshalb hat jedes Tool wahrscheinlich auch seine Daseinsberechtigung ein Stück, aber es braucht auch seinen passenden Use Case dafür und dann ist es auch völlig fein und da gibt es auch kein richtig und kein falsch und es ist auch bei uns hier bei der Kontosteuerberatung eine Herantasten an das, was möglich ist. Wir testen halt was aus und dann merken wir, hat nicht geklappt, was könnte denn besser klappen halt irgendwie und so arbeitet man sich halt eben voran. Genau. Das fand ich schon sehr, sehr, sehr wertvoll. Das heißt, zusammengefasst unterm Strich, ich muss erstmal verstehen, welche Daten für mich relevant sind. Also was brauche ich gerade eigentlich? Wo entstehen diese? Und erst dann mache ich mich auf die Suche nach einem Tool, einer Software, die mir, dieses Anreichen, dieses Formatieren, diesen Arbeitsschritt oder was ich da brauche mit den Daten, der mir diesen Schritt erledigen kann. Ja. Und dann, und das halte ich auch für wahnsinnig wertvoll, dann führe ich es ein und dann teste ich es. Dann ist aber auch nicht fertig. Das heißt, ein Digitalisierungsprozess ist nicht einmal aufgesetzt und dann fertig, sondern du testest es und lernst dann daraus, was funktioniert und das nicht. Das heißt, ich glaube, wenn man den Schritt so geht, dann läuft man nicht Gefahr, mit 26 neuen Softwarelösungen von irgendeiner Messe runterzugehen und zu sagen, jetzt läuft alles ganz gut, weil man muss vor allen Dingen seine eigenen Prozesse verstehen, um dafür Lösungen zu finden und nicht anders. Und ich will auch gar nicht sagen, also dass, wenn man das macht, dann alles perfekt ist halt. Also wie gesagt, weil so Toolversprechen sind ja auch oft, du kaufst das hier und danach hast du keine Probleme mehr, so, ne? Ich will nicht sagen, dass das, wenn man das selbst löst, irgendwie direkt perfekt ist, aber es ist schon mal besser als vorher und dann wird es wieder ein Stück besser als vorher, bis man halt dahin kommt, wo das irgendwann man sagt, man ist fertig. Ich weiß noch nicht, ob es diesen Punkt wirklich gibt. Wie gesagt, das habe ich hier jeden Tag ja auch selbst. Aber das macht auch Spaß und das löst ja auch die Sachen. Und deshalb, man muss sich nicht aufhalten lassen davor, die perfekte Lösung für irgendwas zu finden. Man muss einfach nur loslegen, um ehrlich zu sein und die Angst davor verlieren, irgendwie mit solchen digitalen Systemen zu arbeiten. Ja. Das heißt, die Lösung ist nicht, ich kaufe ein Tool und versuche meine Prozesse anzupassen, sondern erstmal, ich verstehe die Prozesse und die zugrunde liegenden Bedürfnisse, woran ich gerade arbeite und finde dann anschließend das richtige Tool. Total, ja. Und du hast es vorhin erzählt, kleiner Themenschwung, aber du hast vorhin erzählt, du dachtest so, einfach Steuerberater machen und dann machst du das irgendwie. Das heißt, du hast auch aktiv mal mit dem Gedanken gespielt, Steuerberaterin zu werden oder spielst du es heute noch? Von allem, was ich gerade von dir höre, würde es mich fast überraschen, wenn du sagst, du willst jetzt Steuerberaterin werden, weil du gerade eben noch gesagt hast, dass Steuerberater lieber Steuerberatung machen sollen. Dir ganz offensichtlich das Herz bei anderen Themen aufgeht. Ja, also wie gesagt, hättest du mich vor ein paar Jahren gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja klar, bin ich Steuerberaterin, aber das würde ich jetzt nicht mehr sagen. Also grundsätzlich ist schon, mein Herz schlägt schon noch für die Steuerbranche, also sonst könnte ich ja vielleicht auch einen ganz anderen Job machen, aber ich finde es schon sehr
wichtig, was Steuerberater als Arbeit leisten, nicht nur für die Gesellschaft, für den Staat etc., sondern ich finde es auch hochgradig spannend und dieses, was ich erzählt habe im Studium, habe ich mich dem angenähert, was ich am coolsten fand, das ist nach wie vor auch geblieben und das brauche ich auch jeden Tag, um wirklich auch diese Begeisterung für das Thema Steuern erstmal irgendwie aufrechtzuerhalten oder dann so ein bisschen nerdmäßig sich auch darüber zu freuen, wenn irgendwas so in der Richtung steuerlich halt einfach klappt, was vorher nicht geklappt hat. Aber für mein Berufsbild an sich denke ich nicht, dass die Reise da noch irgendwie weiter hingehen wird. Das wird eher punktuell vielleicht sein, wenn ich bestimmte Sachen brauche für irgendwelche Umsetzung von Prozessen oder von irgendwelchen Features. Aber auch da muss ich sagen, unsere Steuerberater machen so einen guten Job, uns alle da auf dem Laufenden zu halten, was es an Neuerungen gibt und so, dass ich gar nicht mehr so den intensiven Bedarf verspüre, dass ich mich da jetzt weiterbilden muss, sondern ich möchte eigentlich lieber mich weiterentwickeln Richtung Datenanalyse, Richtung aber auch verschiedener Arbeitstechniken, die es halt so gibt. Also agiles Arbeiten zum Beispiel, auch Kultur, ganz wichtiger Faktor, Leadership. Also es gibt so viele unendliche Möglichkeiten. Ich habe da selbst noch nicht beschlossen und ich werde wahrscheinlich auch final gar keinen Weg einschlagen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es die Kraft und Zeit, die es bräuchte, wirklich einen Steuerberater zu machen, nicht in dem Verhältnis steht mit dem, was es mir nachher bringen würde, in der Arbeit, die ich jetzt mache und auch erstmal weitermachen will halt, genau. Aber trotzdem, Steuerberater haben in dem Ganzen natürlich auch ihre große und wichtige Rolle und das soll auch die Leute nicht davon abhalten, den Weg weiterzugehen, auf jeden Fall. Ging mir aber tatsächlich um deine persönliche Einschätzung. Mhm. Ich scroll einfach gerade einmal durch dein LinkedIn-Profil und so einfach so Buzzwords, die ich sofort sehe. Ich sehe Automation Strategist, das ist ein Zertifikat, eine Schulung, die du hast, und dann sehe ich Lead Process Optimization, das hast du in der Beratung wohl gemacht, Buchhaltungsprozesse, jetzt Spezialist Steuer- und Kanzleiprozesse, jetzt Process Lead Operations, das geht ja alles so in eine Richtung. Das heißt, es ist alles irgendwie rund um diese Welt, Prozesse, Daten, Automatisierung. Findest du, es braucht da einen Begriff, einen Jobtitel, unter den du dich dann sicher fühlen, also manchmal ist es auch so ein bisschen so ein Selbstbild, wer bin ich eigentlich gerade? Ja. Braucht es das, wo du dann auch andere Leute vielleicht findest, Kollegen, die genau das Gleiche gemacht haben? Wir haben schon ein bisschen gehört, du hast keine Probleme, auch dich mit anderen Leuten auszusprechen, wenn sie nicht den gleichen Namen auf der Visitenkarte stehen haben. Ja. Aber hast du das Gefühl, dass es sowas braucht, so einen irgendwie auch definierten Beruf dafür? Also ich bin sehr dankbar darüber, dass Prozesse immer so ein Teil davon waren, weil es gibt natürlich auch außerhalb der Steuerberatung eine riesen Bubble an Geschäftsprozessoptimierung halt, ne? Ja. Also sowohl in der Industrie, also eigentlich fast in jedem Sektor, außer in der Steuerberatung, um ehrlich zu sein. Und deshalb bin ich da schon dankbar, weil man da einfach viel Input nochmal mitnehmen kann, was so generell diese Optimierungswelt halt angeht. Aber ich muss sagen, eigentlich bisher in jedem Job, den ich war und diesen Titel, die du alle vorgelesen hast, jedes Mal saßen wir da zusammen mit den Beteiligten, haben überlegt, wie nennen wir das Kind denn jetzt eigentlich so ein bisschen, ne? Und das war halt immer so das Erste und irgendwie umfassendste, auf was man gekommen ist, aber letztlich ein Prozess, der findet ja überall statt, also alles, was wir machen, ist irgendwie letztlich ein Prozess und deshalb sehe ich das gar nicht so eingeschränkt auf diesen Begriff und ich weiß auch, dass ganz viele andere Fähigkeiten und Tätigkeiten da sicher auch genauso viel Wert, wenn nicht sogar teils noch mehr Wert irgendwie dazu beitragen. Also ich sehe das überhaupt nicht so eingegrenzt und wie gesagt, muss alles gestaltet werden. Ich muss das selbst ja immer noch gestalten, aber das ist auf jeden Fall, hat seinen Titel verdient, sag ich mal, oder Prozesse haben ihren Stellenwert verdient in der Branche, weil, wie gesagt, in jeden anderen Branchen ist es eigentlich genauso letztlich. Ja. Was ich persönlich glaube, ist tatsächlich auch, dass es hilft einfach der Sichtbarkeit. Ich glaube, dass du das vielleicht selber für dich gar nicht brauchst, aber ich glaube, die Branche braucht es, dass man diese Rolle und diese Aufgabe als elementaren Bestandteil einer Kanzlei oder generell der Leistungserbringung von einer Kanzlei betrachtet. Und wie du sagst, das ist in vielen anderen Branchen der Fall. In der Steuerberatung ist das noch so ein bisschen unsichtbar. Sowohl für Kanzleileiter und Inhaber, als auch ja für junge Menschen. Wenn man sich überlegt, was macht man, dann sieht man Steuerfachangestellter, Steuerfachwirt, Bilanzbuchhalter, Steuerberater, so Berufstitel. Ja. Und ich sehe noch relativ selten etwas, was die Prozesse, die Datenströme, Schnittstellen und so weiter in den Mittelpunkt stellt. Und ich glaube, wenn es da ein Label geben sollte, auch wenn vielleicht die einzelnen Leute, die es heute schon tun, das nicht brauchen, ist es aber einfach die Wahrnehmung, dass das ein elementarer Bestandteil ist der Arbeit. Dafür ist das, glaube ich,
meine persönliche Meinung, wäre das schon sehr sinnvoll, dass es irgendwann mal Jobausschreibungen gibt, wo genau sowas drinsteht. Ja, total. Das halt heute nicht. Also wichtig wäre mir halt auch noch dazu sagen, also ich finde, das darf halt nicht in irgendeine Rolle gepresst werden oder ein sehr starres Bild wiederum, was jetzt irgendwie eingegliedert sein muss in irgendeine vorhandene Das haben wir Struktur. in der Ausbildungsordnung, die in 30 Jahren wieder angepasst Ja, wird. genau. Aber auch in irgendwelche vorhandenen Strukturen, die es da halt gibt, weil bisher war es auch immer so und es ist auch jetzt noch so, dass ich irgendwie so zwischen den Strukturen schwebe, Ja. mit jedem und allem irgendwie Kontakt habe und sich auch das verändert. Und das würde ich mir halt auch wünschen. Gerade in sehr klassischen Kanzleien passt das halt oft erstmal gar nicht so rein, weil wie rechnet man das ab? Wie lohnt sich das? Was ist da der Deckungsbeitrag? Oh Ja, jemine, genau. und schon ist vorbei halt irgendwie so, ne? Sondern das ist eher die Entscheidung erstmal, wir wollen daran arbeiten, wir wissen, das braucht Zeit, wir wissen, das braucht Ressourcen, wir wissen, es braucht irgendwie jemand, der sich dafür federführend auch andere mitreißen kann, quasi für diese Begeisterung. Also lass das machen und lass eine Stelle dafür schaffen. So, das würde ich mir eigentlich eher wünschen. Und dann kann das auch auf Basis der Kanzlei irgendeine ganz andere Stelle sein, was sich halt ergibt. Aber wie du sagst, ich würde mir auch wünschen, dass es halt so generell erstmal vorhanden ist und angesehen halt einfach ist, genauso wie ein Steuerberater, genauso wie ein Steuerfachangestellter oder aller möglichen anderen klassischen Berufstitel, sag ich mal, die es eher so gibt. Ja. Ja. Auch darüber, ich könnte noch Stunden weiter mit dir Ja. sprechen, aber tatsächlich, wenn ich auf die Uhr schaue, Ja. sind wir ungefähr an dem Punkt. Super spannend. Ich habe tatsächlich noch diverseste Ansätze. Deswegen würde ich jetzt an der Stelle auch sagen, auch liebe Hörer, schreibt uns sehr gerne. Aber ich würde das Gespräch tatsächlich, glaube ich, mit einem anderen Punkt später auch nochmal fortführen, wenn wir uns schon ein bisschen so in der Phase des E-Invoicing und so weiter beschäftigen, weil ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, das wird sehr fundamental etwas ändern, gar nicht so sehr im Rechnungserstellungsprozess, sondern da, wo Kanzleien auch befragt, Ja. beauftragt werden und wo Kanzleien plötzlich auch mit Anforderungen von Mandantenseite konfrontiert sind, die bisher keine Rolle gespielt haben. Ja. Bisher kenne ich wenige Kanzleien, die ja nach Beratung gefragt werden, wenn es um die Softwareauswahl geht. Und ich Ja. glaube, das ist meine Vorhersage, das wird sich in den nächsten 2 Jahren wahrscheinlich ändern in der ganzen Welle des E-Invoicings. Und ich glaube, in dem Kontext würde ich super gerne das Gespräch irgendwann nochmal in eine zweite Hälfte gehen lassen. Aber bis hierhin, vielen, vielen Dank dir. Spannende Einblicke. Ich glaube, da war für Berufseinsteiger, für Leute, die sich selbst noch orientieren, worauf sie spezialisieren wollen, für Kanzleiinhaber, wie sie sich selbst digitalisieren oder ich würde sagen, digitalisieren ist ja auch eigentlich nicht der Punkt, sondern eher, wie würdest du sagen, was du machst? Na, Ist ja für nicht die Zukunft digitalisiert. aufstellen halt einfach so. Prozesse Genau. Und effizienter machen. Also es ist halt ja. schon, genau, man baut eigentlich aus der Kanzlei so eine Maschine. Du hast das Ja. Wort geölte Maschine vorhin gesprochen. Darum geht es eigentlich, das aufzubauen. Das ist ja nicht digitalisieren. Ich meine, Scanner ist Digitalisierung. Ja. Darum geht es ja nun in der Regel eher nicht. Ja. Sehr Vielen, vielen gut. Dank dir. Hat mir Ich viel danke Spaß gemacht. ebenso. Genau, ja, wir könnten, glaube ich, noch 3 Stunden weiterreden, aber das machen wir sicher auch bei gegebener Zeit. Also, ich danke dir. Danke dir. Und auch lieben Dank an alle Hörer. Das war's mit dieser Folge. Und ich würde mich natürlich freuen über jeden Hörer, der auch nächstes Mal wieder einschaltet. Ciao.